Ich grüße dich und schön, dass du zu einem weiteren Diablo 4 Video eingeschaltet hast. Im heutigen Video widmen wir uns mal den Zauberern. Und ganz im Ernst, Leute, ich habe vor kurzem ein Video mit dem Barbaren veröffentlicht und der war Stufe 25. Und ab 25 beginnt da erstmal wirklich an stark zu werden, ja? Aber der Zauberer geht ab Stufe 15 schon so richtig krass ab. Also der ist so dermaßen stark und ich würde mich nicht wundern, wenn der hier auf jeden Fall ein bisschen genervt wird. Denn der Zauberer ist einfach jetzt momentan meine Lieblingsklasse. Allerdings hatte ich nicht so viel Zeit und habe den Zauberer nur auf Stufe 19 bringen können. Aber selbst da reicht es schon, denn ich spiele ein Bild. Der ist eigentlich von Diablo 3 schon fast bekannt und das ist Eis und Feuer. Und was der so alles kann und wie ich den geskillt habe, zeige ich euch in diesem Video. Allerdings, die Ausrüstung ist komplett erstmal uninteressant, denn für Ausrüstung, man kennt's, sollte man schon richtig gut farmen können, um wirklich das Beste rauszuholen. Daher zeige ich euch nur die Skillung und Thema Ausrüstung habe ich halt immer das Beste genommen, ne? Das, was jetzt gerade so am Start war. Außer irgendwas mit Angriffsgeschwindigkeit, das war anfangs erstmal für mich wichtig, aber das ist erstmal alles Nebensache. Also solltest du ebenfalls Interesse an diesem richtig geilen Zauberer-Bild haben, dann schau dir genau dieses Video an und solltest du neu auf diesem Kanal sein, wäre es richtig nice, wenn du mit einem Abo dabei bleiben würdest. Ich würde sagen, erstmal genug gequatscht und wir legen direkt wie immer nach einem Intro los. Viel Spaß! So, und da sind wir auch schon direkt im Fertigkeitenbaum und wie gesagt, ich bin leider erst Level 19 mit dem Mage, aber die restlichen 6 Punkte zeige ich euch, wo ihr die reintun könnt, damit er richtig abgeht. Obwohl er jetzt schon richtig heftig abgeht. Ja, das habt ihr jetzt gerade am Anfang des Videos gesehen. Daher zeige ich jetzt erstmal meine Skillung. Gerade am Anfang hatte ich hier auf jeden Fall die Elektropeitsche drin. Da ich dachte, okay, cool, im Nahkampf ein bisschen um sich hauen und so, bringt was, ist ja schön und gut. Aber wir halten dann logischerweise als Mage nicht so viel aus, ja? Daher dann auf jeden Fall diese Skillung komplett auf Frostblitz. Die machen wir auch komplett erstmal hoch. Wir machen hier 5 Punkte auf jeden Fall rein, dann hier einen Punkt und hier einen Punkt. Warum Frostblitz? Frostblitz ist natürlich logischerweise Fernkampf. Und hier steht, schleudert ein Frostblitz auf einen Gegner, der 100 Schaden verursacht und ihn für 15% unterkühlt. Unterkühlung ist nicht schlecht, denn Gegner haben eine verringerte Bewegungsgeschwindigkeit, wenn ein Gegner wiederholt unterkühlt wird und friert dann automatisch auch noch ein. Und das ist dann wieder ein Pluspunkt für uns und wir können dann halt in der Ferne, in Anführungsstrichen, ein klein wenig chillen und dementsprechend dann noch mehr Damage reinmachen. Und sobald wir diese Punkte hier gemacht haben, Freunde, ja, gehen wir dann mal hier runter und ihr seht, hier ist nichts. Aus folgendem Grund, da ich ja hier schon weiter geskillt habe, solltet ihr, sobald ihr hier seid, erstmal hier auf Kettenblitz gehen. Das ist euer AOE-Angriff, ja, und damit könnt ihr schön die Massen erstmal kontrollieren. Daher macht dann erstmal, ja, wirklich erstmal den Kettenblitz erstmal komplett hoch auf 5. So gut wie es geht. Und dann macht ihr den hier und dann geht ihr hier hin. Wenn Kettenblitz, hier steht's nochmal, wenn Kettenblitz von euch abspringt, fügt sein nächster Treffer 25% mehr Schaden zu. Das heißt, gerade gegen Boss, ne, da ist halt 1 gegen 1 und wenn ihr den Kettenblitz gegen einen Boss macht oder so, springt der Blitz immer vom Gegner nach euch und dann immer hin und her und dementsprechend macht ihr dann automatisch mehr Schaden. Ja, daher könnt ihr das hier erstmal skillen. Und dann geht ihr hier runter und skillt auf jeden Fall die Eisrüstung. Wenn ihr merkt, dass ihr trotz Skillung des Kettenblitzes zu oft sterbt, dann skillt hier ein klein wenig runter und skillt hier dann auf jeden Fall hoch Richtung Rüstung, damit ihr dann auf jeden Fall mehr aushaltet, ja? Das solltet ihr auf jeden Fall nicht vergessen, immer schön, wenn möglich, die Rüstung zu aktivieren, damit ihr es dann einfacher habt. Denn hier steht unter anderem, um euch bildet sich 6 Sekunden lang eine Eisbarriere, die Schaden in Höhe von 42% eures Basislebens absorbiert. Während Eisrüstung aktiv ist, wird 10%
eures verursachten Schadens der Barriere hinzugefügt. Barrieren steht unten nochmal erklärt, absorbieren einen Schaden aus allen Quellen bis zu einer bestimmten Menge. Das ist dann schon nicht schlecht. Und sobald ihr hier runter könnt, ja, sobald ihr genug Punkte habt, um hier zu skillen, könnt ihr die Skillung vom Kettenblitz entfernen. Und dann geht ihr hier auf jeden Fall Richtung Hydra. Also die Hydras haben es echt in sich. Die ballern so viel Schaden raus, das glaubt man gar nicht. Klar ist es eine kleine Ungewöhnung, ja, denn mit dem Kettenblitz, wie gesagt, haben wir eine riesen Massenkontrolle durch die ganzen Blitzen. Aber die Hydras ist schon nicht schlecht. Wenn wir die ganze Zeit mit unseren Frostblitz Schaden machen und den Gegner einfrieren, ja, und die Hydras schießen dann nochmal extra drauf, machen wir da nochmal übelst viel Damage. Und das ist abnormal. Hier steht zum Beispiel, beschwört 12 Sekunden lang eine dreiköpfige Hydra. Jeder Kopf speit Feuer auf Gegner und verursacht 89 Schaden. Maximal eine aktive Hydra gleichzeitig. Heißt, wenn wir jetzt spawnen, so wie ihr jetzt hier auch gerade seht, kommen dann immer 4 Hydras am Start und die schießen, was das Zeug hält. Und Feuer und Eis ist halt ein geiler Bild, so wie damals in Diablo 3. Dann macht er den Punkt hier rein. Solange ihr beim Wirken gesund seid, erhöht sich die Kopfzahl eurer Hydra um 1. Das heißt, wir können dann immer schön 4 Hydras spawnen lassen. Wir müssen halt allerdings dann immer mehr als 80% Leben haben. Das ist aber dann kein Problem. Wenn wir immer schön die Eisbarriere mit drin haben, sind wir nochmal zusätzlich geschützt. Und dann noch hier den Punkt rein. Hydra verbrennt außerdem Gegner und verursacht im Verlauf von 6 Sekunden zusätzlich Schaden in Höhe von 12% des verursachten Basisschadens. Nochmal extra. Und wie ihr jetzt auch gerade gesehen habt, die Hydras gehen schon enorm ab. Ich schaffe selbst mit Level 15, Level 18 Gegner ohne Probleme. Wie gesagt, ich schwärme von den Zauberern so dermaßen, ne? Dann gehen wir hier weiter. Hier können wir einen Punkt reinmachen. Beschwörungskunst. Ihr verursacht für jede aktive Beschwörung 1% mehr Schaden. Heißt, wenn wir 4 Hydras gemacht haben, sind quasi 4 Beschwörungen, ja, dann kriegen wir hier nochmal 4% zusätzlich Schaden. Es sei denn, wir würden jetzt hier noch ein bisschen mehr skillen. Aber wir sind halt in der Beta. In der Beta können wir nur bis Stufe 25 machen. Daher hier nur ein Punkt rein. Und dann gehen wir hier weiter runter. Gehen dann auf innere Flammen. Eure Pyromanen-Fertigkeiten verursachen 3% mehr Schaden, solange ihr gesund seid. Man kennt's. Wir müssen wieder über 80% Leben haben, beziehungsweise mindestens 80%, um nochmal extra Schaden zu machen. Dank der Eisbarriere ist das natürlich extrem einfach. Und gerade diese Skillung, ja, innere Flammen zusammen mit den Hydras, machen wir ebenfalls nochmal richtig Damage. Also hier solltet ihr auf jeden Fall auf 3 von 3 gehen. Ja, dann machen wir nämlich 9% nochmal zusätzlich Schaden. Wenn wir das Ganze gemacht haben, Freunde, dann gehen wir hier einmal runter. Klar, es ist jetzt leer, aber kein Ding. Und zwar solltet ihr hier drauf gehen. Instabile Strömung. Blitze durchströmen euch 10 Sekunden lang. Jedes Mal, wenn ihr eine Schockfertigkeit wirkt, wird eine weitere zufällige Basis, Beschwörungs-, Beherrschungs- oder Schockfertigkeit gewirkt. Und dann gehen wir hier nochmal hin. Instabile Strömung erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit um 25%, solange die Fertigkeit aktiv ist. Das heißt, je schneller wir halt mit unserem Stab angreifen, desto schneller friert auch der Gegner ein und desto schneller machen wir nochmal zusätzlich Damage, Freunde. Und das ist wirklich krank. Und dann der letzte Punkt hierhin. Knisternde Energie. Während instabile Strömung aktiv ist, pulsiert knisternde Energie kontinuierlich und verbraucht keine Aufladung. Also hier hauen wir auch nochmal zusätzlich richtig krass Damage raus, was das Zeug hält. Und ich finde, der Mage ist daher bis jetzt meine Lieblingsklasse. Also einen Jäger habe ich noch nicht gespielt. Jetzt am nächsten Beta-Wochenende können wir höchstwahrscheinlich den Druiden spielen. Und jetzt kommt's, den Totenbeschwörer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Riesengroßteil von euch den Totenbeschwörer spielen wird. Der war in anderen Diablo-Teilen schon richtig nice.
Und ich bin gespannt, was da noch so alles rauskommt und wie er sich auch hier spielen lässt. Und solltest du dann Interesse an weiteren Videos haben, dann bleib doch direkt mit einem Follow da und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Das war's auch erstmal fürs Erste mit der Skillung bis Level 25 in der Beta, Stand 19.03. Also am nächsten Wochenende ist die offene Beta für euch alle und dann müssen wir noch ein paar Monate warten, bevor es richtig losgeht und ich bin extrem gehypt. Schreibt mal bitte in den Kommentaren, wie gehypt seid ihr von diesem Teil? Gebt dem Spiel mal eine Note. 1 ist wirklich nice und 6 ist total grottenschlechtes Spiel geworden. Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung und ich würde schon sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am nächsten Video. FreigeistTV ist raus. Ciao, ciao.